Orchideen pflegen. Orchideen gehören zu den schönsten Zimmerpflanzen. Dafür wollen sie aber auch gut gepflegt werden. Wenn man den Topf etwas zusammendrückt, kann man die Pflanze leicht herausziehen. Nun setzt eine gründliche Inspektion der Wurzeln ein. Faule und überalterte Teile knipst man vorsichtig ab. Überschüssiges Substrat wird ebenfalls entfernt. Es setzt sich manchmal zwischen den Wurzeln fest. Immer vorsichtig vorgehen, damit keine gesunden Wurzeln verletzt werden. Für größere abgestorbene Teile eignet sich eine Schere, die besonders spitz und scharf ist. Im Fachhandel gibt es spezielle Orchideenscheren, die die Orchideenpflege erleichtern. Orchideen haben Luftwurzeln, weil sie in freier Natur auf Bäumen leben. Als Substrat darf man auf keinen Fall die übliche Blumenerde verwenden. Nur Orchideenerde ist geeignet, weil sie auf das empfindliche Wurzelwerk perfekt abgestimmt ist. Es soll zwar Feuchtigkeit aufnehmen, aber auch wieder schnell trocknen. Außerdem muss die Durchlüftung stimmen. Substrate für Orchideen haben deshalb immer eine besondere Struktur und sind viel gröber als andere Erden. Der Topf, aus dem man die Pflanze herausgeholt hat, darf wiederverwendet werden. Orchideenliebhaber nehmen ein durchsichtiges Produkt. Die Wurzeln brauchen viel Licht und Luft und so bekommen sie beides. Man spült das Gefäß gründlich aus. Es sollte nicht zu groß sein. Orchideen brauchen eine etwas engere Behausung als andere Pflanzen, weil die Unterbringung in der Erde nicht ihrer Natur entspricht. Man muss besonders darauf achten, Staunässe zu verhindern. Der Pflanztopf wird zunächst mit etwas Substrat gefüllt, sodass der Boden vollkommen bedeckt ist. Leichtes Schütteln verhindert zu große Zwischenräume. Die Orchidee kann dann sanft Platz nehmen. Wenn man das Gefäß etwas dreht, fassen die Wurzeln besser. Zwischendurch klopft man immer mal an den Topf, damit sich die Zwischenräume mit Substrat füllen. Und auch leichtes Schütteln hilft dabei. Umsichtiges Vorgehen ist wichtig, um die gesäuberten Wurzeln nicht zu verletzen. Es dauert also eine Weile, bis die Orchidee schonend untergebracht ist. Sie braucht viel Helligkeit, aber keine unmittelbare Sonneneinstrahlung. Also besser nicht ans Südfenster stellen. Als letzter Arbeitsschritt fehlt noch die Versorgung mit frischem Wasser. Praktisch, wenn man schon einen gefüllten Eimer bereitgestellt hat. Darin taucht man die Orchidee ein paar Sekunden lang vollständig ein. So kann sich das neue Substrat mit Wasser vollsaugen. Nun darf die Schönheit zurück in ihren Übertopf. Sie bekommt einen Orchideenstab als Stütze für die Blütenstängel. Dafür, dass nichts schiefgehen kann, sorgt eine spezielle Orchideenklammer. Auch sie ist im Fachhandel erhältlich. Nicht mehr lange und die exotischen Blüten sprießen wieder.